Ah, Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Invasion. So, ich spiele weiter. Und ich merke gerade, ich glaube, hier ist kein Crafting Table. Kann das sein? Jetzt habe ich noch keinen gefunden. Also nicht wirklich. Was natürlich jetzt ungünstig wäre. Also ich habe noch keinen gesehen. Ach doch, da. Glück gehabt. Ich würde auch sagen, wir bauen uns sowieso hier oben rein. Weil erstmal sind hier schön viele Räume mit Kisten. Wir sind auch bei Crafting Table, sehr gut. So, dann werden wir jetzt mal eine Chest bauen. Das ist schon mal Nummer 1. Eine Chest. Genau. Aus Holz. So. Wenn wir die Quests natürlich wieder vorwärts kriegen hier. Da ist eine Fackel. Oder nisten wir uns hier ganz oben? Eines hier auch ein Crafting Table? Nee. Deswegen wäre ich echt für hier unten. So, ich würde sagen, hier oben packen wir mal die Remotes rein und so Sachen, wo ich nicht weiß, wofür die sind. Das wird Essen sein. Slime weiß ich, wofür ist Mob Drop. Das ist auch klar. Da ist noch eine Remote. Hier packen wir mal Crafting-Sachen rein. Kohle, Enderperlen. Das. Six Holz. Jetzt gucken wir erstmal die ganzen Kisten hier. Dann los mit dir, du. Aber es ist dunkel. Dunkel, wir sollten schlafen. Auf ins Bett. In einem Zimmer im Gasthaus wahrscheinlich. Gehe ich mal stark von aus. Soll das darstellen. So. Hier packen wir die ganzen Barren rein. Erstmal. Also alles, was zum Craften ist. So. Du kannst noch mit da rein. Ich weiß zwar, wofür du bist, aber das ist nicht so schlimm, weil das ist eigentlich so Sachen, die hier nichts verloren haben. So, jetzt bauen wir uns noch ein paar Kisten. So. Für Essen vor allen Dingen eine. Packen wir die mal da hin. Kommen hier noch hin. Den Schmuh reißen wir mal ab. So, dann packen wir hier Essen rein. Oder. So, den Sandwich behalte ich mal. So, dann packen wir hier noch. Da ist noch was. Ich würde sagen, Waffen rein. Dann. Ja. Oder erstmal den anderen Klumpatsch. Das ist das, was wir gerade nicht brauchen. So, und ich habe noch eine Hose. So. Kommt mal hier rein. Das Holz. Fackeln nehmen wir mal mit. So. Das haben wir. Das Shield haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Was auch Crafting ist. Das Zeug. Das Shield, das können wir mal anlegen. Das packen wir mal hier mit rein. So, und jetzt sind wir ungefähr so weit, wie wir vorher mal waren. Ach ja, das müssen wir auch noch machen. Manual Set mit. Und ich würde fast sagen, wir nehmen uns die Fire Axe. Als Waffe. Machen wir mir die hier rein. Die Waffe. So. Nächste, dann war jetzt mit Clay genau im Bett. Ein Bett ist auch kein Problem. Wo waren es mal mit eins? Bett ist fertig. Wir nehmen natürlich die Remote. Packen wir hier oben mit rein. Das Medikit packen wir eigentlich auch hier rein. So, das Bett haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch Sugarcane, ein paar Sticks. Clay. Okay.
Die Crude Pickaxe, haben wir das schon? Ja, die Quest haben wir auch schon. Da brauchen wir ein bisschen Gravel für. Ein bisschen Gravel. Was, glaube ich, nicht so das Problem ist. Haben wir schon die Quest mit den Seeds? Ach, da hatten wir schon. Sugarcane brauche ich noch. Auch ganz wichtig. Wow. Ich glaube, das sollte noch ein bisschen Wärter generieren, so wie der aussieht. Ein bisschen Weed mitnehmen. Warum nicht? Ein paar Seeds. Was ist das? Kartoffeln, ne? Nehmen wir auch noch mit. Komm mal ein bisschen ernten. So, wir brauchen jetzt Gravel. Wir brauchen. Ja, gut, einen Airdrop brauche ich jetzt nicht unbedingt. Guck mal, da sind 4 Crafting Tables. Alter Schwede. Was haben wir hier? Oh, Coal Ore. Was ist das denn für ein. Muppes Haus. Oh. Oh, Diamanten. Oh, ein Iron Knife. Und Duct Tape. Und eine Gilded. Oh, Pickaxe. Ja. 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 Alter. 6 Armor. Ja, Wollingen. Jetzt ziehen wir das mal an. Iron Pickaxe. Und hier die. Und noch ein Schwert. Alter. Was geht mal los? 6 Attack Damage. 7. Ja, gut, ist eine Axt. Hier sind ganz viele Föhren. Den könnte ich ja mal abbauen, ne? Ma. Der ganze Schmur erstmal zusammen hier. Gute Furnace her. Drei Stück. So. 8 Stück. Sind eigentlich 9 gewesen? Ich wollte gerade sagen, sind eigentlich 9 gewesen. Kohle! Saugeil. Was ist das für ein Turm hier? Bestimmt, ich treffe nicht. Das ist ja blöd, ich treffe einfach nicht. Ich treffe nicht. Jetzt leckt es wieder wegen dem blöden Grab wahrscheinlich. Aber ich habe noch eine Waffe im Dingens hier. Freunde. Scheiß Köter. Mann. Kackbratze. Achso, man kann doch rechts gehalten. Sehr gut. So, muss ich mich wieder anziehen. So. Axt wieder ausrüsten. Dich wieder da vorne hin und dich. Adjektiv hier. Ich wollte wissen, was das hier. Ne, das ist ja gar nicht das Ding. Was ist das denn hier? Oh, ein schmuckes Gebäude. Ein paar Pistons. Mit Leiter. Okay. Oh, Leiter ist natürlich eigentlich richtig geil, ne? Ich glaube, wir ziehen um. Wenn ihr im Bett ist, aber ich glaube, hier ist. Oder? Doch. Hier ist auch ein Bett. Leiter ist natürlich eigentlich richtig geil, ne? Also. Alles klar, ich glaube, wir ziehen um. Ich habe gerade kein Holz. Ein Holzi-Holz. Was ist? Da kommen sie. Mörke und Görke.
Schnauze. Was ist das? Warum treffe ich manchmal nicht? Ach, mein Auge sauber. Da ist mein Auge gedroppt. Ich habe dich im Auge, mein Freund. Bitte aber flach. Nicht du. Zeppling will ich. Stickies. Natürlich das Holz und die Zepplings und das und... Ich ziehe da rein, ja. Weil mit Leitern fühle ich mich irgendwie sicherer, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich dadurch sicherer. Wir müssen jetzt ein bisschen Holz sammeln für Kisten. Und natürlich Sticks müssen wir sowieso sammeln. Haben wir sogar schon fertig. Da sind noch Saplings, hier sind noch ein paar Sticks. Guck mal an. Holz für Kisten gesammelt. So, auf jeden Fall geht es uns jetzt gerade, geht es uns besser wie in der vorigen, ja, drei Folgen Staffel, wie auch immer man nennen möchte. Weil ich schon definitiv mehr Sachen habe und einen sichereren Platz als vorher. Weil ich finde das Haus geil. Also das ist wirklich gut. Weil, wie gesagt, hier kann man nicht so einfach hoch durch die Dingens, durch die Leiter. So, da muss man nämlich auch noch eine Treppe hoch und dann ist man im Endeffekt hier, wo die ganze Luzi abgeht. So, ein paar Kistchen. 8 Stück, wie eh und je. Und das ist mir relativ egal, ob das dazu ist. Genauso wie hier. So. Würde ich sagen, hier packen wir mal Rüstung und Waffen rein. Wobei ich die Rüstung natürlich noch anziehen möchte, eigentlich. Ah, ich habe ja schon eine an, glaube ich, oder? Ja. Da packe ich mal Rüstung und Waffen rein. So. So, dann kommen hier die Sachen rein, die für so Technik-Sachen, würde ich sagen, die fürs Craften sind, natürlich. Ein Bett. Achso, ich habe ja noch ein Bett. Ja. Können wir hier noch ein Bett hin. So, die Kiste würde ich auch noch gerne mitnehmen, von da unten. Wird gerade dunkel. Wollen wir noch mal ein Schnickerchen machen im neuen Häuschen. So. Sehr schön. So, dann haben wir hier, würde ich sagen, da packen wir mal Crafting-Kram rein. Sticks, Holz und so. Dann packe ich mal mit hier rein. Die Redstone-Torch auch, die brauche ich nicht. Das kommt gleich noch. Dann kommt hier, würde ich sagen... Ja genau, hier kommen ja die Sachen rein. Da würde ich hier sagen, kommen Essen rein. Also alles, was mit Essen zu tun hat. Auch Seeds. So, warte mal, ich reiß mal kurz das Ding hier ab. Braucht sowieso keiner. Auch Gelumpe. So, und dann kommt hier, ja, Drops rein, würde ich sagen. Mob-Drops, whatever. Genau, ich brauche nur ein Buch. Dann können wir hier auch die Blötze noch reinkloppen. Die Klötze, die Blöden. So, und ein Buch reicht erstmal. So, Sticks haben wir auch fertig. Da können wir 8 Fackeln für, das ist natürlich auch Premium. Clay brauchen wir noch. Genau, die Gravel brauchen wir noch. Genau, Gravel brauchen wir auch noch. Richtig. Oder die Crude Pickaxe. Raus hier. Wir müssen natürlich auch noch unsere Sachen abholen oder mitnehmen rüber. Airdrop. Ist jetzt gerade nicht so interessant. Was ist das?
Was denn? So ein Mais? Oder lernen? Oh ja. Das ist Mais. Ist ja geil. Mais. Kornkopf. Ja, pflanzen wir mal wieder an. Natürlich. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Ich mag Mais. Muss man sagen. Da kam jetzt weniger raus. Okay. So, da kam ein Seed mit raus. Sehr gut. Aber das war's auch. Kann man das Seed draus machen? Ja. Sehr schön. Ja, nicht wie bei Hempels hier, ne? Wenn, dann will ich ja noch wieder anpflanzen. So. Alter Schwede. Schneedecke hält wahrscheinlich, wenn ich glaube, wenn ich die abbauen würde, wäre das ein Problem. So, aber wir wollen Gravel haben. So ein bisschen. So, so, so. Das würde reichen schon. Clay brauchen wir auch noch. Clay ist natürlich auch so eine Sache. Da ist Clay. Aber da ist ein bisschen blöd dran zu kommen, würde ich sagen. Was für eine Gletscherspalte hier. Ja, der Wahnsinn. Der Sheet. Der Sheet. Gucken wir mal im Fluss, ob wir da Clay finden. Das sieht ja strange aus. Das sieht ja der Hammer ist. Guckt euch das mal an. Als ob da eine riesen Explosion stattgefunden hat. So ungefähr. So, Fluss. Das sieht stark aus wie ein Piranha oder so. So, hier wird ja wohl irgendwo Clay sein, oder? Da. Ich hab Clay gesichtet. Ich habe Clay gesichtet. Sehr gut. Ich glaube, da reicht schon, oder? Ja, es ist etwas mehr wie 2,6. Ich glaube, da sollte erstmal reichen. Oh, hä? Warum war der, ist er jetzt durchge... Hä? Keine Ahnung, egal. So, klären wir auch. Da sind böse Gegner. Oh, ich hab Hunger. Erstmal ein bisschen Mais. Kann man das am meisten noch was anderes machen? Außer wahrscheinlich Popcorn, oder? Roasted Corn, okay. Das hört sich eigentlich gut an. Ja, komm her, du. Das ist aber mit der Fire Egg, du. Mann. Die anderen sind wieder verschwunden, das ist gut. Auf nach Hus. Auf in unsere Unterkunft. Sehr gut, da sind wir schon. So, Essen. Rainer, gib mal ein Sandwich. Eben. Komm besser. So, Clay. Clay ist was zum Bauen. So. Gravel brauche ich noch. Ein Stick brauche ich auf jeden Fall. Und ein String, ne? String haben wir noch gar nicht. Hatten wir, stimmt. Habe ich weggeschmissen. Nee, war gar nicht hier. Egal. Verdammt. Stimmt. Aber wir haben jetzt erstmal sowieso noch eine Quest zum Abgeben. Natürlich die Clay Quest. So. Kobbel können wir auch
bald machen. Da brauchen wir aber Wok für. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Flex-Seeds finden. Das, was eigentlich, denke ich, nicht so ein großes Problem sein wird. In India oder was? Shady Merchant. Oh, 8 Emeralds für einen Block of Emerald. Das ist eigentlich ein cooler Tausch. Hat Canola? Actual Edition ist auch hier drauf, okay. Da ist Flachs. Und das war Canola, okay. Netherworker. Efficiency X, Alter. Okay, das ist geil. Haben wir einfach zu trainen hier? Weaponsmith, 20 Kohle hätte ich sogar. Trade Sticks. 17 Kohle. Geil wäre natürlich einer, der Reed hat oder so. Papier. Ach ja, Sugarcane brauchen wir auch noch. Stimmt. Emerald für ein Diamond, das ist natürlich blöd. Wenn dann umgekehrt. Wo? Trefft ihn nicht. Mein Gott, wenn ich einen treffe, ist das kein Problem mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch Sugarcane. Sugarcane und... Der Gegner? Ja, hier. Gibto. Mock. Sugarcane brauchen wir noch. Ja, und das war es im Prinzip. Flachs haben wir. Aber Sugarcane ist wichtig. Sugarcane brauchen wir für die Quest, für die eine. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Minecraft Invasion. Tschüssingen.